Hallo und herzlich willkommen am Donnerstag zu einem neuen DAX-Check. Gestern hat der DAX nach einem ganz schwachen Handelsstart eine regelrechte Berg- und Talfahrt erlebt. Zwischenzeitlich notierte der DAX deutlich im Plus, ehe er wieder ins Minus drehte, um dann leicht im Plus zu schließen, knapp unter 13.800 Punkte. Wir sehen es eingeblendet, 13.794 war der Schlusskurs und die Indikationen für heute sind sehr positiv erwartet. Erwartet wird ein Handelsstart im Bereich 13.900 Punkte. Schwung verleiht hier einmal mehr die laufende Berichtssaison. Gute Quartalszahlen sowohl in den USA als auch heute von zahlreichen deutschen Werten, sowohl Blue Chips als auch Nebenwerte, verleihen den Börsen wieder etwas Schwung, verleihen Hoffnung, dass sich die Krisenherde noch nicht so stark auf die Zahlen auswirken, wie teilweise befürchtet. Und das könnte der Auslöser für eine neue Attacke in Richtung der 14.000-Punkte-Marke sein, die weiter auch psychologisch der entscheidende Punkt bleibt. Sollten wir hierüber klettern, dann können wir auch schnell in den Bereich der 50-Tage-Linie, in den Bereich 14.500 Punkte klettern. Allerdings muss man natürlich auch sagen, dass es noch zu früh ist, um nur den Blick nach oben zu richten, denn die vergangenen Tage haben gezeigt, wie schnell es gehen kann. Gerade wenn die US-Technologiebörsen deutlich ins Minus drehen, dann trifft das auch die deutschen Börsen und die Angst vor einer Stagflation ist einfach weiter groß. Die Corona-Probleme in China, der Ukraine-Krieg, das belastet die Börsen weiter. Heute folgen dann Inflationsdaten aus Deutschland. Das könnte neue Hinweise geben, wie es mit der Geldpolitik in Europa weitergehen könnte. Fallen diese schlecht aus, dann kann es natürlich auch noch einmal nach unten gehen. Erster Halt wären hier die jüngsten Tiefs. Allerdings kann es auch dann durchaus sein, dass es noch einmal bis in den Bereich 13.200 Punkte oder sogar bis zu den März-Tiefs zurückgeht. Das Ganze bleibt also, wie gesagt, sehr spannend, sehr volatil und für einen Einstieg sowohl auf der Long- als auch auf der Short-Seite fehlen aktuell die Impulse. Deswegen, wir bleiben vorerst weiter an der Seitenlinie, warten auf klarere Signale. Aktuell ist der DAX einfach schwer handelbar. Blicken wir nun zum Abschluss noch einmal auf die Kurstafel. Jetzt sind die ersten Kurse da und wie erwartet, ein deutliches Plus, rund 0,9%. Wir befinden uns aktuell knapp über 13.900 Punkte. Sollten wir diesen Schwung vom Handelsstart mitnehmen, dann hoffen wir darauf und setzen darauf, dass die Attacke auf die 14.000-Punkte-Marke gelingt. Wie sich der DAX dann heute im Handelsverlauf wirklich geschlagen hat, darauf werden wir morgen blicken, wenn wir wieder gemeinsam auf den DAX schauen. Bis dahin.